Media Mobility Engine ist eine Datenanalyseplattform für Mobilitätsdaten. Unsere Kundinnen haben Zugang zu großen Mobilitätsdaten, die sie überhaupt nicht nutzen. Das können zum Beispiel Flottendaten sein, aber auch Verkehrsdaten. Und es gilt eben, diese Daten zugänglich zu machen und den richtigen Leuten zur Verfügung zu stellen, damit damit ein positiver Impact geschaffen werden kann. Der positive Impact kann zum Beispiel sein, dass ein Pop-up-Radweg geschaffen wird, wenn die Daten ergeben haben, dass dort viel Radverkehr langführt. Oder wenn ein Sharing-Anbieter unsere Plattform benutzt, kann er eben auch herausfinden, wo sind besondere Hotspots, wo sich die Nutzer oft aufhalten und eben dort eine Mobilitätsstation oder ein ähnliches Angebot schaffen. Wir können auf völlig unterschiedliche Analysebedürfnisse eingehen. Unsere Plattform ist soweit generisch gebaut, dass wir beliebige Daten und Metadaten einpflegen können und die dann entsprechend nach Kundenwünschen aufbereiten können. Eine Stadt möchte eher analysieren, wie man städtebaulich potenziell Änderungen schaffen kann, während ein Anbieter kommerzieller Mikromobilität eher daran interessiert ist, Kosten zu optimieren, um halt auch zu wachsen und woanders anbieten zu können. Mit unserem System kann man Mobilität besser verstehen und durch diese besser verstandene Mobilität können wir auch Handlungsempfehlungen geben, die auf Fakten basieren. So kann zum Beispiel eine Stadt Maßnahmen treffen, einfach aufgrund von Fakten und nicht aufgrund von Gefühlen. Ich möchte in weitere Bereiche, die im ersten Blick nichts mit Mobilität zu tun haben, ausweiten. Zum Beispiel in Richtung Flughafen, in Richtung Nautik, in Richtung Logistik. Wir wollen eigentlich mit unseren Analysen überall dahin, wo sich etwas bewegt, was getrackt werden kann.